Oh, jetzt sogar noch eine Verwüste. Wollt ihr mich verarschen? Na? Na, noch nicht fertig. Ich bin hier noch lang nicht fertig. Kommt her. Bam. Boah, ich habe alle ausgelöscht. Oh, 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 oh. Mit der meiner Superpistole. Alter, mit dem... Mit diesem Extra ist es viel zu heftig. Wir sollten nochmal Faidan fragen, aber ich glaube, unser Job hier ist erledigt. So. Noch mehr Zeugs. Oh, Medigel, nice. So, also wir haben einen Punkt bekommen. Nee, sogar zwei. Ich weiß gar nicht, was am besten wäre. Schmeicheln haben wir schon. Frontkämpfer. Erhöht Schaden mit Pistolen und Schrotflinten. Ja, ich könnte auch Sturmangriffstraining. Das ist Nahkampfschaden, erhöht Waffenschaden, erhöht die Fähigkeit Adrenalinschub und er bringt Abkühlungszeit. Oh cool, das ist natürlich praktisch. Ja, nee. Ich mache hier diese Adrenalinschub, der lohnt sich wirklich. Gut, das war's, glaube ich, so schon. Ja, das waren alle. Schnell speichern. Ah ja, das war F6. Na gut. Vielleicht gehen wir... ah ja, sobald ich den Adrenalinschub habe, gehe ich dann noch auf Shotgun. Schaden. Dann passt das doch eigentlich gar nicht so schlecht. Was hier? Ist das ein anderer Eingang oder was? Oder was ist denn das hier genau? Oh Gott! Überwendung! Oh fuck, fuck, fuck! Junge! Ich glaube, das war der falsche Weg, ne? Wir sollten doch zu Faidan, oder nicht? Oh. Ah! Der ist an der... Wow! Habe ich ihn von der Wand weggeschossen. Nicht schlecht. Ja, nee, ich will noch nicht weitergehen. Das ist der falsche Weg. Ich muss ja jetzt erst Faidan. Ich dachte, das wäre ein anderer Weg zu ihm. Egal. Blöd um die Kolonistin, aber was macht sie auch dort? Na, 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 na. Fahrstuhl zurzeit außer Betrieb. Okay, schön. An. Ah, da bist du. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geth. Schon gut. Wir haben Sie aufgehalten, aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Was wollen Sie? Wenn Sie Antworten brauchen, dann fragen Sie sie. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Oh. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Wie komme ich dahin? Der Skyway führt direkt zum Exogeny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geth im Wege. Ach was? Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Was können Sie mir über die Verteidigungssysteme der Geth erzählen? Ich kenne keine Details, aber ich glaube, dass Sie mehr Widerstand als am Kommandoposten aufgebaut haben. Bei Exogeny ist mindestens ein Geth-Schiff gelandet. Und auf dem Skyway wurden riesige Laufpanzer gesehen. Es wird ein harter Kampf. Ah, oh, Laufpanzer. Oh, schön. Ja, die wollen es ja wirklich wissen. Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geth müssen vernichtet werden. Arcelia hat recht. Es sind noch Geth in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Maka Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Okay. Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los?
May O'Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Haben Sie irgendwelche Informationen über Gate in den unteren Tunneln? Nichts Neues. Sie sind irgendwo in den Tunneln, als bewachten sie einen Transmitter zur Koordinierung ihrer Angriffe. Es ist derzeit keine tödliche Bedrohung, aber ohne diesen Transmitter könnten wir uns besser gegen weitere Angriffe verteidigen. Na gut. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich, auch ohne diesen Terror. Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären vor den Weltraumpiraten. Die Gate hatten sie scheinbar nicht einkalkuliert. Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Wie groß war die ursprüngliche Pharos-Kolonie? In der Hauptkolonie lebten fast 1000 Menschen und etwa 200 in meinem Außenposten. Als die erste Angriffswelle unsere Verteidigung eliminierte, sind wir nach Sue's Hope geflohen. Die Normandie ist nicht besonders groß, aber ich könnte alle ausfliegen. Die Gatefighter sind viel zu gefährlich. Und ich lasse mich hier nicht vertreiben. Dies ist unser Zuhause. Hier gibt es Chancen auf Wachstum, die andere Welten uns niemals bieten können. Na gut. Was können Sie mir noch über Exogeny erzählen? Exogeny gründete diese Kolonie. Ohne sie wären wir nicht hier. Kolonisation ist ihr Spezialgebiet. Sie finanzieren die Kolonie und wir arbeiten für sie. Okay. Ihr Hauptinteresse gilt dem Bergen von Artefakten und Ressourcen. Aber hier gibt es nichts. Zumindest haben wir nichts gefunden. Ob die Gate vielleicht danach suchen? Vielleicht. Wie gesagt, wir haben hier nichts Wertvolles gefunden. Aber vielleicht wissen die Gate mehr als wir. Ja, das kann sein. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Alles klar. Also, da gibt es ja noch einiges für uns zu tun. Also, haben wir eine bessere Shotgun? Nein, eine bessere Pistole? Leider auch nicht. Ashley bekommt eine neue... Und dazu noch ein bisschen... Oh, Schildumgehung, sehr gut. Laufverlängerung und Schaden, Hitzeabsorption, Waffenstabilität. Oh, Waffenwirkung, ich glaube, den nehme ich nachher für mich. Was haben wir denn hier noch? Was habe ich denn als Bonus drin? Schadenschutz. Oh, das ist ja nix. Schmetterschaden. Schallschutz. Schmetterschaden. Schilde. Giftsiegel. Was ist ein Physiklimit gemeint? Ach so. Ah, jetzt weiß ich, für was das gut ist. Oh, das ist richtig geil, Alter. Dann nehme ich das hier. Das kann ich richtig gut brauchen. Gibt es ansonsten bessere Sachen für mich? Großkaliberlauf. Hier, das macht mehr Schaden und Hitzeabsorption. Ist zwar schlechter, aber beim anderen gab es es sowieso auch. Ne, das ist, glaube ich, das Beste. Ja, dann passt das. Ja, ja, dann sollte das, glaube ich, in Ordnung gehen. Blutbad. Sie hat Blutbad und Erste Hilfe. Oh, nice. Schwere Panzer. Oh, bla 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 bla. Sie hat mega viele Sachen freigeschaltet. Schön. Und er auch.
VI ausschalten. Ja, das machen wir irgendwann später in den Amazon-System reisen. Ach so, ja, nee, das brauche ich nicht. Die Gate finden. Nee, ich muss mal mit den anderen Leuten reden wegen Wasser und anderen Problemen, die sie haben. Was? Ich muss nochmal mit ihm reden. Warum? Commander, was kann ich für Sie tun? Was muss für den Wiederaufbau? Die geht. Ach, ich bin mir nicht sicher, wo wir. Macker Doyle kümmert sich hier. Viel Glück, Commander. Die Person werden mir ja trotzdem nicht angezeigt. Warte mal, ich muss vielleicht mit anderen reden. Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Erzählen Sie mir bitte von sich, Arcelia. Ich arbeite für einen Sicherheitsdienst. Ich sollte die Kids davon abhalten, das Exo-Jenny-Gebäude mit Graffiti vollzuschmieren. Aber dann ging der Terror los. Ich bin nicht dafür ausgebildet. So etwas hier wollte ich nie. Ich will nur, dass es aufhört. Was können Sie mir über die Gates sagen? Haben Sie eine Idee, wonach Sie suchen? Ich kann Ihnen gar nichts dazu sagen. Vielleicht sollten Sie sich mal bei Exo-Jenny erkundigen. Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Und Sie interessieren nur die Gate. Was können Sie mir über Exo-Jenny erzählen? Nicht sehr viel. Ich habe dort als Sicherheitsofficer gearbeitet. Sie waren auf der Suche nach Artefakten und anderen Dingen von Wert. Das ist Ihr Geschäft. Sie haben die Kolonie gegründet. Dafür sollten wir Ihnen helfen, irgendwelche Schätze auszugraben. Es ist nicht so aufregend, wie Sie es darstellen. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. Auf Wiedersehen. Commander? Er ist so mega freundlich. Auf Wiedersehen! Und er ist so ganz kalt, Commander. Oh man, lustig, lustig. Also, Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Ah, ist das der mit Sie den werden Nahrung? Und wenn die Gate uns nicht töten, ja, werden wir verhungern. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Warren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Ah was? Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Es gibt hier Wachstum, oder gab es. Aber Sie sollten mit Faidan sprechen. Er ist unser Sprecher. Warum soll ich mit Faidan sprechen? Können Sie mir nichts sagen? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Sprechen Sie mit Faidan. What the fuck? Erzählen Sie mir von sich. Da gibt es nicht viel. Ich kam mit meiner Frau Greta hierher. Wir wollten Abenteuer und ein neues Leben. Das alles hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Aber natürlich wäre alles besser ohne diese Gate. Vor dem Angriff hatten wir uns hier gerade gut eingelebt. Erzählen Sie mir von den Waren. Solange die Gate angreifen, kann man sie nicht jagen. Ah. Sie stürzen sich auf alles, was sich bewegt. Sogar auf die verdammten Maschinen. Der große Alpha-Warren ist das eigentliche Problem. Er ist eine wilde Bestie, total außer Kontrolle. Ich habe ein Raumschiff. Ich könnte Nachschub von anderen Planeten einfliegen. Sie sollten sich besser auf die Gate konzentrieren. Wenn Sie uns überrennen, brauchen wir keine Nahrung mehr. Ich muss gehen. Bis dann, Commander. Ist ja nett. Kann ich euch nicht helfen? Muss ich erst alle Gate loswerden? Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um das Wasserproblem kümmern. Kann ich irgendetwas tun? Das Versorgungsgebäude war eines der ersten, das die Gate übernommen haben. Finden Sie die Steuerung und aktivieren Sie sie. Solange wird die Kolonie kein Wasser haben. Mein Raumschiff ist sofort abflugbereit. Damit könnte ich Wasser einfliegen. Nun, wenn Sie nicht alle paar Tage losfliegen wollen, würde das nicht unser Problem lösen. Wir müssen uns selbst versorgen können. Sie wissen doch, wo das Problem mit dem Wasser liegt. Die Kolonie kann sich nicht erlauben, noch mehr von uns zu verlieren. Wir sind einfach zu verwundbar. Trotz der ständigen Angriffe scheinen Sie nur an das Wasser denken zu können. Ich kann an nichts anderes denken. Es ist so viel geschehen. So viele Schmerzen. Wenn ich mich um meine Aufgabe kümmere, fühle ich keine Schmerzen. Ihre Leiden sind unübersehbar. Diese ständige Bedrohung zerrt an den Nerven. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir sind eine kleine Gruppe. Ein Teil der größeren Kolonie. Zumindest bis die Gate angriffen. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er trägt die Verantwortung. Er kennt die Kolonie am besten. Was können Sie mir über diesen Planeten sagen? Sie sollten nicht mich fragen. Mann. Fragen Sie Faidan. Ich habe mit dem anderes. Schon gelabert. Er hat auch nichts Erzählen zu sagen. Sie mir von ja, doch, hat er Lieber ein bisschen. Nicht jetzt und nicht hier. Helfen Sie uns oder lassen Sie es.
Ansonsten muss ich mich wieder um meine Aufgabe kümmern. Ich muss gehen. Viel Glück.